Hast du mal geträumt, dass du stirbst? Weil ich habe letztens irgendwo gehört, das geht nicht. Das kann man gar nicht träumen. Weil man wacht immer auf, bevor man stirbt. Und weißt du warum? Weil man sonst wirklich sterben würde. Hyposomnie ist eine Schlafstörung. Durch besonders vitale Träume in der Nacht hat man tagsüber Müdigkeitsschübe. Ist alles in Ordnung mit ihm? Was ist mit Papa? Es wird nicht besser. Das geht schon. Seit Monaten lebst du in deiner Welt und lässt nichts an dich ran. Ich schaff das nicht mehr. In diesen Träumen, das ist immer wieder dieser junge Mann. Ich träume, dass du ihn kennst. Hey. Was hast du getan? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Bist du wach? Keiner hat sich je Gedanken darüber gemacht, was Traum wirklich bedeutet, was im Schlaf wirklich passiert. Ich weiß nicht, was ich mich da reingestürzt habe. Er ist verrückt. Wenn du erst mal verstanden hast, wahrzunehmen, dass du träumst, kannst du Einfluss nehmen, Dinge verändern. Aber das ist gefährlich. Traum und Wachphasen könnten sich überschneiden, ohne dass du es merkst. Und du bist dir wirklich ganz sicher? Ja. Wo ist der Scheißmann? Wir kommen aus der Dunkelheit. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Warte. Und los. Jetzt. Da ist eine Kamera. Und da. Und da auch. Bargeld. Nein, Geldanweisung. Das ist keine billige Krawatte. Denn die meisten wollen Quadrillionäre sein. Das ist der Traum. So machen sie dich süchtig. Süchtig nach Zucker, süchtig nach Koffein. Hahaha, heul, heul, heul. Ich zieh's jedenfalls vor, abzusagen. Ich doch auch. Februar, März, April? Wir müssen vielleicht doch in Raten bezahlen. Miete ist doch eine Rate. Das ist eine monatliche Rate, die man zahlt. Sie sind echte Charaktere, super einzigartig. Aber du würdest für sie bürgen, oder? Sie hat fälschen gelernt, bevor sie schreiben konnte. Ehrlich gesagt hat sie so schreiben gelernt. Meine Lieblingsfilme sind die Ocean's 11-Streifen. Das ist genau das, was ich schon immer mal durchziehen wollte. Und was machen deine Eltern so, Schatz? Schatz, du hast mich noch nie so genannt. Ich wette, wenn es dafür Geld gäbe, könntest du es, hä? Huh? Du bist süchtig nach ihnen. Sie sind meine Eltern. In welcher Hinsicht? Wir teilen alles durch drei. Machen wir, seit ich klein war. Dieses Mal will ich es nicht auf diese Art machen. Dann tu's nicht. Du willst nichts anderes, als aus uns falsche, verlogene Menschen machen. Wir backen keine Pfannkuchen oder packen kleine Geburtstagsgeschenke. Oder nennen dich Liebling oder Baby. Oder führen Tänzchen auf. Ich dachte immer, es wäre eine Beleidigung, dich wie ein Kind zu behandeln. Und ich dachte, da wären wir uns einig. Wir können immer nur so sein, wie wir sind. So wird auch das große anfangen. Wenn du Glück hast, wirst du zerquetscht. Und dann ist es aus, gleich an Ort und Stelle. Hier war seit Monaten keiner mehr. Es ist wunderschön. Ich liebe dich, Emily. Ich dich auch. Will noch jemand einen Schluck? Ja, bitte! Hast du sowas schon mal hier draußen gesehen? Es ist in den Bäumen. Es ist überall. Irgendwas in der Luft. Mir war vorhin ein bisschen schwindelig. Mir geht's nicht gut. Ich fühle mich, als wäre ich K.O. geschlagen worden. Kann mich an nichts erinnern. Mr. Turner? Hey! Mitch! Mrs. Turner, wo ist Mr. Turner? Run!
Was ist hier nur los? Ich weiß es nicht. Irgendwas aus dem Wasser. Ich kann es in mir spüren. Was ist das? Ich habe so viel Spaß hier. Ich muss ins Krankenhaus. Hallo, antworten Sie! Wir brauchen Hilfe! Ich habe das Schild draußen gesehen. Aushilfe gesucht? Oh ja. Hast du denn Erfahrungen auf dem Gebiet der Bestattungskunst? Nein, aber ich lerne sehr schnell. Jeder Leichnam erzählt eine Geschichte. Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören, um die Hinweise zu entschlüsseln. Und die Wahrheit aufzudecken. Dann handeln die Geschichten davon, wie diese Menschen gestorben sind? Nicht nur wie, meine Liebe, sondern vor allem weshalb. Sieh genauer hin, der Teufel steckt im Detail. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Los, wir sind dran. Deine Frau, wo ist sie? Keine Ahnung. Antoinette, ich bin nächste Woche nicht da. Wir fahren alle drei in die Slowenien. Alle drei? Nein, nicht mit dir. Wir drei, mit Alice. Sechs-Tage-Wanderung, ja? Ja, genau. 870 Euro. 870 Euro. Sie wandern mit einem Esel? Ja, wieso? Sie nicht? Nein. Wir sind nicht verrückt. Guten Tag, Patrick. Ah, wenn er irgendwann mal abwärts zu schnell wird, Hubschrauber. Siehst du, er kriegt Angst und bleibt stehen. Und damit er losläuft? Los, Patrick, vorwärts. Was das betrifft, musst du dich einfach durchsetzen. Vorwärts. Zeig, wer der Herr ist. Los, mein Großer, auf geht's. Was gefällt dir nicht? Geh weiter, du Drecksesel! Wladimir hat mir überhaupt nicht gefallen. Er war gar nicht mein Typ. Mattress? Oh, Alice! So was? Das gibt's nicht, das kann nicht sein. Ich bitte dich nur um eins. Komm nicht mit, morgen früh, bleib hier. Gute Nacht. Schöne Träume. Ich bleib ein bisschen bei Ihnen. Oh nein, ist mir peinlich. Nein, das muss es nicht. Ich fahr zurück nach Paris. Antoinette! Wichtig ist nicht das Ziel, es ist der Weg. Bleib stehen, Patrick! Ach, essen Sie nicht mit uns? My home is embattled by desertification and drought, migration and conflict. Restoring the land is a matter of survival. It's up to us to create an African dream. We're talking about revitalizing the ecosystem, the economy of communities and villages. The future generation will hold us accountable. If people can't work their land, millions across the region will be forced to migrate. Le convoyeur va te donner à un autre convoyeur. Tu es déjà vendu à ce convoyeur sans te rendre compte. J'ai eu 4 amis qui ont pris la balle. Ray, quand tu grilles le monde, madame.
በሁሉ እዚህ ዙሪያ መለሽ ባልትን አይነሰብ እጃችንና ጉልበታችን ብቻ። The Great Green Wall, it's not just about planting trees. It has to become a movement from the whole continent, from the whole world. Du wirst mir nie ein Kind machen. Ein echtes Kind. Ich gab dir ein Kind. Es war echt. Du hast es weggeworfen. Das heißt, du bist schuld an allem. Si mi cuerpo es real, mi lengua es real. Du allein bist schuld, dass wir ihn nicht ausstehen konnten. Er verbrannte deiner Schwester das Gesicht. Und du allein bist schuld, dass ich fürchterliche Schmerzen hab. Yo no vengo ni. Und du allein bist schuld, dass die Menschen da draußen uns beide immer so ansehen, als hätten wir einen Hund mit einer Plastiktüte erstickt. Wir beide kommen doch klar, oder? Ja, kommen wir. Ja? Ja, alles ist gut. Klar. Wir brauchen doch nichts. Die Leute lieben uns. Ja. Du kriegst deinen Sohn doch zurück, oder? Ich tue das Richtige, habe ich recht? Absolut. Wenn wir irgendwas für dich tun können, sag Bescheid. Wir bleiben in der Nähe. Richtig witzig. Mama Emma. Ich hab dich lieb. Du kannst aber nicht immer machen, was du willst. Nein, Mami, du darfst mich nicht allein lassen. Du darfst das nie vergessen, niemals. Dafür werde ich schon sorgen. Herausfindest, was ich tue und wieso, wirst du entsetzt sein. Warum nicht gleich? Los, entsetz mich.